Moin ihr wunderbare Menschen, mein Name ist MuscleSplay und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Uncharted 4, A Thief's End. Wir sind im 19. Kapitel, Averys Abstieg, und ich bin ja gespannt, wo uns das hinführt. Momentan sieht das so aus wie ein einziges Grab. Einsturz. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. Oh nein. Oh, ich soll den Controller schütteln? Okay. Ah, okay. Ja, geradeaus oder links? Seltene Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh nein, nicht schon wieder. Oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Komm schon, ich schüttel. Besser so. Ich schüttel. Hallo. Komm schon, Nate. Nein, bitte geht doch. Na los. Oh, das gibt's. Ich schüttel. Na okay. Bitte. Ah. Wow, wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Ah. Aber was ist die richtige Lösung? Oh, ich verstehe die Fußspuren. Ich muss einfach nur den... Fußspuren hinterher, das sieht alles total sehr stabil aus. Wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen und entspannen. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter Ihnen eingestürzt. Bei dem Dynamit wundert mich das nicht. Okay, dann würde ich sagen, ist unser Weg nach draußen hier oben. Es ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. Kann ich Elena eventuell nach oben heben? Ich muss doch hier raus, oder nicht? Das ist der einzige Weg, der hier rausführt. Aber, also Nate kann nicht hier rausspringen. Ich bräuchte... Elena, komm schon. Sprich mich an. Sag irgendwas. Da hoch. Muss ich mich... Also ich komme so nicht raus. Ich muss... sie hochheben. Oder nicht? Ja, komm schon, Elena. Weiber. Da komme ich auch nicht hoch. Ich muss hier raus, aber wie soll ich da raus? Soll ich irgendwas verschieben? Okay. Ich verstehe gerade nicht, was das Spiel von mir möchte. Lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja.
kommen wir nicht durch. Ah, okay, ich musste erst das triggern und jetzt kann ich sie doch bestimmt hier hochheben, oder? Oh nein, nur ein bisschen länger. Mist. Ah, blöde Technik. Los. Komm, mach an, Nate. Verdammt. Komm schon. Blöde Taschenlampe. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Also ich sehe gerade nichts. Hallo? Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na bitte. Nate, du hast gerade kein Feuerzeug in der Hand. Ich wollte es... Oh, sorry. Moment. Mhm. Hallo? Hier drüben. Wo drüben? Au, oh, mein Kopf. Hier drüben. Fackel. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Alles klar, jetzt können wir wieder raus. Schon komisch, was du romantisch... Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du. Vorsicht, Kopf. Ja. Dann gucken wir uns doch mal um hier drinne. Hier geht's nicht lang. Oh Gott, ey, wenn das jetzt alles einstürzt. Vorsicht. Wow. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Okay, Avery hat einen absoluten... Vollschuss. Wenn ich das mal noch so nett ausgedrückt sagen darf. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Übrig. So, ich hatte gerade wieder Husten. Ja, lass mich mal danach gucken. Vielleicht ist da ein Schatz dahinter. Nö, okay. Hier vielleicht irgendwo? Ist nein? Das etwa okay. Eine Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Holy shit, hab ich mich jetzt erschrocken. Also, wenn die auch explodieren. Verdammt. Verdammt! Bist du okay? So weit, so gut. Ja. Oh nein, ich muss da schnell durchrennen, oder? Au. Bist du okay? Ja. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist.
Hier ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Okay. Optimismus ist immer gut, Elena. Verdammt. Das ist das, was uns weitermachen lässt. Immer schön positiv denken. Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Mehr Mumien. Nicht explodieren, okay? Pass einfach auf. Oh Gott! Oh Gott, ich hab mich gerade voll erschrocken. Ja, so viel zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie durchkommen kann, ohne dass sie in die Luft fliegen. Oh oh, oh. Oh. Oh Gott. Oh nein. Au! Okay, okay. Schnauze voll. Nate, bist du okay? Gut, ich. Gut. Hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Eieieiei. Oh, okay, wir sind definitiv auf der richtigen Spur. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, bin ich immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Kommt ihr beide doch runter. Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Hier ist keine Spur von Sam. Wir finden. Oh nein. Runter. Okay, ich glaube, sie haben uns gefunden. Komm her. Okay, so weit reicht hier nicht die Pistole. Rolltreppe. Ich bräuchte nur ganz kurz eine Waffe. Danke. Okay, hier sind auch noch Mumien, auf die wir aufpassen sollten. Oh, hi, mein Freund. Ich habe gerade ein bisschen Panik bekommen, ey. Ja, okay, wir müssen doch auf diese blöden Dinger aufpassen. Mach es nicht noch schwerer. Na, du mieses kleines. Gutes Team. Oh Jungs, ist das nicht mal gut genug jetzt? Oh, Entdeckung ist futsch. Bye Jungs. Verdammt! Oh nein, die Musik ist noch nicht vorbei.
Okay. Abgang. Nein, dann habe ich falsch geworfen. Oh. Da werden mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Die Münder, die mich verleumden. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Ich sehe keine Fußspuren. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Okay, dann holen wir sie mal ein. Das ist widerlich. Das ist absolut widerwärtig. Wer hängt das denn? Wer? Ah, hallo. Hey, das geht also einmal rund? Sieht so aus. Oh Mann, das war einer von Averys Leuten. Tote Reden. Okay, dann nehmen wir die andere Richtung. Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Two's Männer gegen Averys. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Leutnant Barton. Stammt von Two und seine Leute. Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel, aber seid achtsam, Leutnant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihn den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns seinen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln, mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück, Captain Thomas Two. God damn it. So. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Tod denen, die vom Weg abkommen. Oh nein. Ach Mann. Shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bin okay! Oh mein Gott! Alter Schwede, wollt ihr mich verarschen? Was ist los mit euch, Mann? Was ist los mit dir, Avery? Oh Gott, das war... Bin okay! Okay, haben wir den ersten Raum soweit dann durch? Explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Go. Okay. Was war's das? Danke. Holy shit. Okay, also das überlebt man ja echt nur um Haaresbreite hier.
Noch irgendeine scheiß Mumie, die mich in die Luft jagen will? Nein? Gut. Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Mhm. Über sowas unterhaltet ihr euch jetzt? Oh, hallo Schatz. Es geht eindeutig runter. Okay. Noch eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Das macht nichts, weil auf der Notiz hinten drauf die Lösung steht. Die Symbole entsprechen denen auf den Posten. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Okay, das Avery-Symbol. Das heißt... Oh, nein, 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 halt, das ist falsch rum. Go this way. Okay. Das Schiff. Oben. Aber das heißt, wenn ich auf diese beiden drauf trete, bin ich tot. Und bei den Kreuzen ist, wenn ich jetzt auf das daneben trete, bin ich tot. Okay, das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. So weit, so gut. Ja, klopf auf Holz. Besser nicht. Wer weiß, was passiert. Ja, stimmt. Unten rechts. Oh mein Gott. Nate! Ich hab's fast gehabt. Oh, schon wieder. Okay. Ja, fick dich ins Knie. Leck mich, Avery. Da kommen wir raus. Oh, hallo. Ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Nee, du hast den Schlüssel. Benutz ihn. Schlüsselloch. Schlüssel. Warte, wenn es eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Oh Mann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Oh, Mist. Du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein.
Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Oh nein. Die Mumien explodieren alle nacheinander. Komm schon. Ah, shit. Schneller. Nate? Ja. Ich mach hin. Was ist los? Ich komm nicht ran. Nate, schnell. Nein. Los, schnell. Immer weiter, geradeaus. Alten Seiten, hä? Huh? Elena? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Oh. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Ah. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Komm. Wenigstens bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Fürs Erste. Kapitel 20. Kein Entkommen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um wieder einen Cut zu machen. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part von Uncharted 4 Thief's End. Ist zum Schluss sehr, sehr actionreich geworden. War auch ein bisschen creepy, muss ich sagen. Und der Schluss war natürlich schön, ja, wenn Elena und Nate sich endlich wieder vertragen haben. Darauf habe ich ja schon gewartet die ganze Zeit. Ich bin gespannt, wie es weitergeht im nächsten Kapitel. Wenn ihr mögt, sehen wir uns da wieder. Bis dahin. Ciao.